Erinnerst du dich noch an die Puppe, die ich vor kurzem gekauft habe? In diesem Video packen wir sie aus. Ja, also hier habe ich die Holly gekauft im Geschäft. Für die habe ich mich entschieden, nachdem ich den Kopfwackeltest gemacht habe. Und zumindest in der Verpackung sah es aus, als wäre ihr Kopf nicht so wackelig wie die Puppe, die ich letztes Mal gekauft habe. Hier ist die Holly mit blonden Haaren diesmal. Hinten steht Geschichte von der Firma drauf und dass das Verpackungsmaterial alles biologisch abbaubar ist und so weiter. Und das Auspacken macht natürlich immer besonders viel Spaß. Hier ist wieder die Haarpflegeanleitung, damit man auch die Haare gut pflegt und nicht sich alles verfusselt und so weiter. Das ist immer ganz praktisch. Und ich liebe ja das Auspacken. Hier ist immer ein bisschen wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Das ist immer ein bisschen schwierig hier, diese Kabelbinder-Dinger aufzukriegen. Aber das schaffen wir. Und hier ist sie schon. Holly mit blonden Haaren und grünen Augen und einer schönen Weste aus Kunstpelz. Und die Haare sind so schick hier hinten festgemacht, damit sie sich nicht verheddern in der Box wahrscheinlich. Und ihr Kopf wackelt nicht. Yippie! Also wackelt so, wie er wackeln soll und nicht so wobbelig, wie es letztes Mal war. Und ihr Outfit gefällt mir auch gut mit dem pinken Schleifchen hier. Ist doch schick, das Röckchen auch. Und der Rollkragenpulli und eine schicke Strumpfhose hat sie auch. Und die Schürchen sind so süß mit dem Herzchen vorne drauf. Machen wir mal hier das Plastik ab, damit wir es besser sehen können. So süß die Schuhe. Jetzt mache ich auch mal hinten diese Plastik-Gummi-Dingsies hier ab, damit wir uns angucken können, wie die Haare aussehen. Die sind schon sehr, sehr schön shiny und glänzend. Und die Haare sind sogar hier an der Weste irgendwie festgenäht, damit das alles schön in der Verpackung bleibt, im Geschäft und alles schick aussieht. Sehr, sehr nifty, sehr tricksig, trickreich, wie die das hier gemacht haben. Ist ein bisschen fiddlig. Jetzt mache ich mal ein bisschen hier, spule ich ein bisschen vor, damit wir uns das nicht alles angucken müssen. Oh, die Zöpfchen, die sind so schick hier an der Seite. Das gefällt mir sehr gut. Das würde ich ja auch gerne für mich selber mal machen können, so Haare. Da ist sie. Jetzt schauen wir uns mal die Weste an, etwas genauer. Auch die ist auch festgenäht hier an dem Pulli. Das ist aber sehr clever. Dann mache ich das auch mal schnell ab mit meinem neuen Nahtauftrenner, den ich gekauft habe. Die Investition hat sich sehr gelohnt. Der ist so bequem und wunderbar groß. Den verliere ich nicht. Es gibt ja auch diese kleinen, die ich immer nicht finden kann, weil die so klein sind und irgendwie immer irgendwo dazwischen rutschen. Jetzt können wir hier die Weste abnehmen und auch drin das Futter ist auch aus diesem schicken pinken Material, wie die Schleife auch. Das sieht ja total süß aus. Da schaue ich mir noch mal genauer an. Ist auch sehr glänzend aus diesem glänzenden Material. Also als kleines Mädchen hätte ich ja davon geträumt, so eine Weste zu haben. So süß. Sehr schick. Und hier ist der Rollkragenpullover. Schauen wir uns mal an, wie sie dann da drunter aussieht. Ob sie auch eine Unterhose anhat, muss ich ja auch immer gucken. Das machen ja auch immer kleine Kinder, glaube ich, wenn sie neue Puppen bekommen, dass sie die immer erstmal ausziehen müssen, um zu schauen, was denn da drunter ist. Das ist ja so eine Neugier und natürliche Neugier, die wir so haben. Das ist wahrscheinlich das kleine Kind in mir, was so liebt, irgendwie Sachen für Puppen zu machen und so weiter. Puppen selber zu machen, für Puppen zu nähen. Pinke Unterhose, das ist doch süß. Sehr schick. Und gut zu wissen, dass sie eine Unterhose hat. Nicht alle Puppen kommen mit Unterhosen und es ist immer sehr schön, wenn die Unterhosen haben, weil dann sind sie anständig angezogen, finde ich. Jetzt kämme ich mal die Haare ein bisschen. Am besten ist es immer, dass man so eine metallene Bürste benutzt bei diesen Kunsthaaren. Da habe ich am Anfang mal den Fehler gemacht und eine Plastikbürste benutzt und da sind die Haare von einer sehr wertvollen Puppe ganz fisselig geworden. Das kann man wieder richtig machen, indem man die Haare einmal in heißes Wasser eintaucht, glaube ich, aber das habe ich bisher noch nicht gemacht. Aber ich erzähle jetzt hier einfach sowas. Bitte lieber immer zur Not die Anleitung von der Puppe lesen, nicht machen, was ich euch hier erzähle.
Oh, und da sind die Haare. Jetzt habe ich doch aufgemacht. Ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, ob ich die Haare denn aufmachen soll oder nicht. Aber da sind sie. Der Haarschnitt ist echt klasse, so mit Stufen und so weiter. Sehr professionell. Also das hätte ich ja auch gern. Sehr, sehr schick. Und es ist so weich, das Haar, und so schön glänzend. Wunderbar. Gefällt mir sehr gut. Da freue ich mich sehr, dass Holly jetzt zu unserer Puppenfamilie hinzugestoßen ist. Ein neues Puppenmodel für die Sammy Dolls, damit ich auch schauen kann, ob denn die neue Puppe und der neue Puppenschnitt auch und die Klamotten auch den anderen Puppen passen. American Girl Doll Puppen passen sie auf jeden Fall. Jetzt habe ich auch endlich eine Our Generation Puppe wieder, nachdem ich die andere ja verkauft habe. Und kann schauen, ob ihr die Klamotten auch passen. Und ich glaube, wir werden sie in vielen neuen Videos wiedersehen. Und ich würde natürlich gerne immer weiter so Unboxing-Videos machen. Vielleicht finde ich irgendwie einen Weg, dass ich das öfter mal machen kann. Lasst mich doch in den Kommentaren wissen, welche Our Generation Puppen ihr habt, welche Puppen eure Lieblingspuppen sind. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video auch wieder. Tschüss!